Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com mit V und Doppel-L. Und heute geht es weiter mit dem zweiten Auftragsbild von der Dreier-Serie. Wie du siehst, hat sich die Farbe des T-Shirts schwuppsdiwupps ganz schnell geändert. Ich habe mich nochmal mit der Kundin besprochen und da hat die Farbe nicht so gut gefallen. Das ist dann auch kein Problem. Ich versuche jetzt was anderes. Das Blau wirkt eigentlich recht gut, finde ich. Die Hose wird dann eine andere Farbe werden, vielleicht in einem wärmeren braunen Grauton. Das werde ich jetzt ausprobieren. Zuerst werde ich das T-Shirt fertig malen. Es ist noch nicht ganz fertig. Dazu werde ich jetzt so ein Gel verwenden. Dieses Gel dickt die Acrylfarbe etwas ein und macht sie leicht transparent. Das verwende ich manchmal recht gern und das verwende ich jetzt hier in den dunkleren Stellen. Ich muss jetzt schauen, ob es nicht zu hell wird damit, weil es ein bisschen so eine weiße Farbe hat und es kann sein, dass es dann etwas heller wird, wie gewünscht. Ich möchte einfach die Schattenbereiche nicht jetzt komplett wieder zumalen, sondern möchte die Farbschicht darunter etwas nutzen. Und deshalb verwende ich jetzt dieses Gel. Das ist eben sehr praktisch, weil normalerweise, wenn ich eine durchsichtige Acrylfarbe haben will, außer es sind bestimmte Farben, wie zum Beispiel Rot oder Gelb oder Orange, die sind von sich aus eher lasierend, das heißt transparent. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Blau habe, das ich sehr gerne verwende, das auch ein bisschen Weißanteil oder auch Weiß enthält, dann male ich das wieder total zu und die Fläche darunter ist nicht mehr sichtbar. Und mit diesem Gel wird die Farbe eben leicht transparent. Und ich muss sie nicht so wässrig machen. Das möchte ich jetzt in dem Fall nicht. Aber ich muss jetzt erst schauen, wie die Farbe reagiert mit diesem Gel. Ob sie mir nicht zu hell wird. Und wenn ich jetzt zu viel Farbe reinmische, dann funktioniert das nicht mehr. Wie du siehst, die Schicht darunter leuchtet jetzt noch nach vorne. Ein bisschen darf sie auch, darf die Farbe drunter auch nach vorne kommen. Das ist schon okay. Das ist eigentlich auch ein Vorteil. Je mehr Schichten man hat, desto viel seitiger wird die Malerei. Und wir haben dann einfach mehr Farben in einem Bereich. Und es schadet jetzt nicht, also dass man mehrere Farbschichten verwendet. Ganz im Gegenteil. Also das kann sich sehr gut auswirken, wenn man mehrere Schichten verwendet oder malt einfach. Ich
Muss ich nur schauen, dass ich es wieder so schön herbringe. Anschließend werde ich dann noch mit der Hose beginnen, beziehungsweise mir die Farbe dafür mischen. Ich muss jetzt erst schauen, welchen Farbton wir dafür genau verwenden. Hier habe ich die Vorlage. Die Farbskizze war eigentlich anders, also da hatten wir schon dieses so ein Grau im T-Shirt. Aber es ist eben immer, wenn man es dann als Kunstwerk sieht, dann wirkt es einfach anders. Man hat halt eine gewisse Vorstellung, deshalb ja, passiert das schon mal, dass ich Farben wieder ändere. Was aber nicht so schlimm ist, also das kann man alles wieder herholen. Und die Meinung der Kunden ist natürlich wichtig. Wobei ich schon darauf achte, dass es auch für mich stimmig ist. Also ich male jetzt nicht auf Wunsch gewisse Bereiche in gewissen Farben. Also es muss schon auch kompositorisch dann passen und harmonisch sein. Also ich lasse mich dann nicht blind führen. Das wäre ja auch schade irgendwie, wenn mir meine Kunden nicht vertrauen würden. Aber wenn etwas nicht so gut gefällt, dann ist das kein Problem. Dann versuchen wir gemeinsam wieder eine Lösung zu finden, die für uns beide passt. Und ich denke, das sieht nicht mal schlecht aus, die Farbe. Natürlich ist jetzt viel Blau mit der Hose dann noch. Aber die wird ja dann auch umgefärbt. Dann müsste das eigentlich sehr gut passen. Ich dachte mir eben, wir bräuchten hier eine wärmere Farbe. Aber ich finde, das mit den Haaren passt das eigentlich recht gut. Muss nicht unbedingt so eine warme Farbe sein. Vor allem werden wir jetzt die Hose in einem wärmeren Graubraunton machen, denke ich. Und ich empfinde es dann auch nicht irgendwie als umsonst oder so, oder dass ich das Gefühl habe, ich habe jetzt umsonst gemalt, weil es entstehen dann neue Kombinationen und die können sehr, sehr interessant sein. Deshalb macht mir das gar nichts aus eigentlich, wenn ich nochmal was anderes versuche. Ich male halt auch immer so lange, bis es mir gefällt. Das kann dann auch ein Weilchen dauern.
Und ich empfinde das nicht als schlimm, wenn ich öfters das Motiv bearbeiten muss, also. Ja, ich glaube, das T-Shirt können wir jetzt mal so belassen. In der Zwischenzeit, vielleicht mache ich ja daran noch mal was. Es ist auch immer ein bisschen einfach Geschmackssache. Manche mögen eben lieber Blautöne, manche mögen lieber Grüntöne, manche mögen gerne wärmere Farben, manche mögen es gern bunt, manche mögen es gern nicht so bunt. Und das ist ja auch schön. Und mir geht es eigentlich in meiner Kunst nicht unbedingt um soll ich sagen, um gewisse Farbkombinationen, sondern es geht mir darum, schon Farbkombinationen zu finden, die den Kunden dann auch einfach gefallen, die aber auch für mich funktionieren. Und das ist dann immer ein sehr schöner Austausch eigentlich mit den Leuten. Und wir oder ich berate dann ein, versuche zu beraten und versuche auch zu verstehen, was sie genau haben möchten. Und trotzdem ist mir meine künstlerische Arbeit wichtig und ich möchte nicht blind geführt werden. Das ist schon wichtig, finde ich. Denn sonst ist es ja nicht mehr Kunst, sondern dann wäre ich ja wieder beim Design, das ich ja früher mal gemacht habe. Und wenn man ein Bild kauft, dann ist es ja auch so, dass man einfach einen Teil des Künstlers kauft oder auch haben möchte und nicht sein eigenes Produkt, finde ich. Aber ich sage es auch den Kunden immer, bitte, bitte unbedingt sagen, wenn etwas nicht passt. Ich weiß, manchen ist es ein bisschen unangenehm dann, wenn die meinen dann, ich fühle mich irgendwie angegriffen. Aber das ist nicht so. Überhaupt nicht. Gemeinsam mit den Kunden kann man dann wirklich tolle Sachen schaffen. Ist ja auch schön. So, das T-Shirt belasse ich jetzt mal so. Für die Hose werde ich jetzt einen gräulichen Farbton mischen. Wo habe ich jetzt das Glas? Habe ich jetzt für diese Farbe verwendet. Okay, das macht jetzt nichts. Dann mische ich es mir jetzt halt hier. Behälter habe ich jetzt keinen da, ordentlichen. Beziehungsweise könnte ich hier den Rest noch aufbrauchen. Oder brauche ich den vielleicht? Brauche ich den vielleicht? Vielleicht, vielleicht eher nicht, denke ich. Aber dann ärgere ich mich, wenn er weg ist. Nein. Also, ich verwende jetzt für dieses Graubraun, werde ich dieses Braun verwenden und das mische ich mit Blau. Eigentlich könnten wir das hier mischen, weil ich nicht mehr so viel Blau habe. Hat sich das Problem gelöst. Könnt ihr das auch besser sehen vielleicht.
Malen werde ich es dann alleine, glaube ich. Ich möchte nicht zu lange machen. Ein bisschen Gelb werde ich noch mit reingeben. Das ist natürlich grünlich, aber da kommt jetzt noch mal dieses Braun rein. Ein bisschen Weiß. Noch ein bisschen Braun. Jetzt muss ich einfach den Farbton finden, der mir gefällt. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt innerhalb ein paar Minuten schaffe. Falls nicht, werdet ihr morgen überrascht. Dann seht ihr, welche Farbe. Nö, das ist mir jetzt zu grün. Nein, das schaffe ich jetzt nicht so schnell. Es ist zu grün. Das mag ich so nicht. Also ich muss da noch ein bisschen rummischen. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Morgen werdet ihr dann sehen, welche Farbe die Hose bekommen hat. Und mal schauen, was ich dann morgen mache. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüss.